Ägyptens Hauptstadt Kairo versinkt im Verkehr. Ampeln sucht man vergebens, die Straßenverkehrsordnung existiert nur auf dem Papier. Jetzt soll der Verkehr nachhaltiger werden und auch effizienter. Wer an Kairo denkt, der denkt einmal vorrangig an Stau. Insgesamt gibt es mehr als 1,5 Millionen Autos nur in Kairo und täglich quälen sich tausende Leute durch den Verkehr hier ins Stadtzentrum. Hinter mir ist eine dieser berüchtigten Kreuzungen, wo es den ganzen Tag über zugeht. Wenn es nach der ägyptischen Regierung geht, soll sich das rasch ändern. Der Ausbau des Schienenverkehrs und der Metroausbau in Kairo und Alexandria liegen da im Fokus. Ägypten arbeitet aber gleichzeitig auch an neuen Verkehrskonzepten. So soll es künftig neue Shared Bike oder Shared Scooter Lösungen geben, um das Mobilitätsproblem zu lösen. Im November ist Ägypten Gastgeber der Klimakonferenz 2022. Ein Faktor, der die Bauvorhaben massiv beschleunigt. Ein Kernprojekt ist die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke, die vom Mittelmeer bis zum Roten Meer gehen soll. Insgesamt geht es hier um eine Strecke von 1800 Kilometern. Die Technologie kommt aus Europa. Siemens Mobility ist hier das Unternehmen, das im Konsortium mit Orascom und mit Arab Contractors das Projekt umsetzen soll. Durch eine deutlich verkürzte Fahrzeit soll die Mobilität im ganzen Land gesteigert werden. Außerdem soll der Suezkanal auf Schienen auch die Hauptstadt Kairo besser mit dem Norden und Osten des Landes verbinden.